3. Januar 2018 um 19 Uhr. Hier ist wieder der Bundesstaat Deutschland im Rechtsstand der verfassunggebenden Versammlung im neuen Jahr natürlich auch angekommen. Und ich begrüße alle Menschen, die wieder zuhören heute Abend. Und unsere Reggie ist heute leider Sturmopfer. Ja, also ihr ist nichts passiert, keine Sorge. Es ist einfach so, dass ständig das Netz abreißt und daher gibt es heute ein paar Probleme, vielleicht bei anderen auch, die im südlichen Bereich der Bundesrepublik unterwegs sind. Kann ja sein, ja, und wir kriegen das aber schon hin. Was wollen wir denn heute machen? Heute wollen wir mal schauen, was die verfassunggebende Versammlung gerade für, ja, Gespräche hat. Denn wir sind bei den schwierigen Themen angekommen. Man hat ja schon gemerkt, dass in der Verfassungsschrift im Moment so ein kleiner Stopp eingetreten ist, weil jetzt gemerkt wird, dass eben die Themen, die ja richtig dicken Brocken einfach nicht so einfach aus dem Weg räumen lassen, nach dem Motto weiter so, Augen zu und weiter so, sondern jetzt müssen richtig Änderungen überlegt werden. Ja, das betrifft das Geldsystem, da beschäftigen wir uns heute auch. Das betrifft natürlich auch die sogenannte Glaubens- oder Religionsfrage, die überall in allen Bereichen auftaucht und irgendwelche Fragen aufwirft. Ist auch nicht verwunderlich, wenn man weiß, dass Staaten und Staatssysteme ja im Grunde kirchliche, ja, Lehen sind. Also Verwaltungseinheiten von Deppen für Deppen oder wie immer man das sagen möchte. Und natürlich auch die Sache mit der Person, die kommt jetzt auch wieder auf den Tisch. Was ist eine Person? Was ist eine natürliche Rechtsperson? Was ist eine juristische Person? Was heißt das denn, wenn da steht, der Name der Person unterliegt dem Recht des Staates? Also viele Dinge, wo man im Moment gar nicht weiß, wo man so recht anfangen soll. Aber wir fangen gleich an. Wir schauen uns gleich mal den letzten Stand des Entwurfs zum Geldsystem an. Da arbeitet ja noch eine Gruppe dran. Und zwar an der praktischen Durchführung vor allen Dingen. Aber die Problematik, die sonst darüber hinaus besteht, dass das System so nicht verstanden wird. Wo kommt das Geld her? Wo ist es denn gedeckt? Wie soll denn das gehen? Ja, viele Fragen. Telefon haben wir heute natürlich auch im Studio. Kein Ding. Telefonnummer sage ich gleich nochmal nach der ersten Musik. Außerdem steht es ja auch über Studio 1. Es ist heute die erste Telefonnummer dort, 06271 und so weiter. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erstmal auf die Welt, schauen mal raus und was stellen wir da fest? Na, nicht unbedingt gerade das hier, aber wir bemühen uns, dass es so wird. Schön, nicht? Ja, ja, da basteln wir gerade dran, ne? Denn das, was wir so gerade haben, ist ja wohl kaum noch zu ertragen, oder wie man sagt. So, und jetzt haben wir noch ein ach, hier geht's komischerweise, naja. Vielleicht geht's ja hier auch wieder. Der Server für die Webseiten. Na, spielst du mit oder spielst du nicht mit? Schauen wir mal, ob er mitspielt. Und wir haben im Studio noch Yvonne, Hallöchen. Hallihallo. Ja, ich wollte ganz gerne zur Unterstützung dabei sein. Naja, okay. Und der Ralle ist auch noch dazu gekommen. Hallo, Ralle. Ja, nicht hallo. Oder doch? Oder nicht? Ich glaube nicht, da kommt gerade nichts. Okay. Also, wir haben, ich habe hier gerade ein paar Probleme mit der Webseite. Ja, Ralle? Jetzt geht's. Ich liebe Mumble, vor allen Dingen, wenn er das Mikrofon nicht haben will. Ja.
Ja, dafür ist Mumble ja da. Ah, okay. Ja, das ist nur falsch verstanden. Ja, also, wir haben das Zahlsystem natürlich dazwischen und unser Liberale ist natürlich auch in dieses Thema involviert und wenn jemand aus der Arbeitsgruppe zuhört, kann er natürlich auch gerne ins Studio kommen, aber es ist ein ganz kompliziertes Ding. Aber wir wollen jetzt gar nicht gucken, wie das jetzt vom Ablauf geht, wer wie welche Kontonummer von wie kriegt und welches Formular, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, einmal festzustellen, wie denn hier der Gedanke ist, wie sich das Geld denn entwickelt, wo es denn herkommt. Ja, das haben viele nicht verstanden. Hinterher der Ablauf, wie man wo einen Zettel ausfüllt und so, ich denke, das ist nicht das Ding, das wird schon gehen. Aber die anderen Dinge halt sind schwierig, die grundlegenden Dinge. So, jetzt fangen wir mal an. Wer mitlesen möchte, kann ja auf das DW-Zahlsystem mal gehen. Ich glaube, deswegen hat der Server auch ein richtiges... Seid ihr da alle auf einmal drauf gegangen jetzt? Ich denke mal, das werden sie getan haben. Ja, ich schätze auch, ja. Naja, da arbeiten wir auch dran. Wenn da so ein paar Tausend auf einmal drauf rumhüpfen, dann kann es schon mal im Moment ein bisschen dauern, ne? So, dann schauen wir mal. Da steht oben drüber, dieses Zahlsystem befindet sich noch in der Ausarbeitung. Ja, genau, das ist der Punkt. Gedacht ist es als Grundeinkommen und Kooperationssystem für reale Werte, Gegenstände und Leistungen. Und zwar muss dieses System jetzt standhalten in der Bewertung, wo noch Euro, Bundesrepublik, Dollar und sonstiger Kram da ist, als separate Möglichkeit. Es muss aber auch der Überprüfung standhalten, wenn das alles nicht mehr da ist. Wir können das ja nicht auslösen, das machen die schon selbst, die Kameraden da, ja, und Kameradinnen. Wenn das also alles Puff macht und alles hat sich in Luft aufgelöst und es soll dann tatsächlich unmittelbar weitergehen, auch da muss es dann standhalten. Und ganz klar ist im Moment, wenn man sich ein bisschen reindenkt, dass es ein Trennbankensystem geben muss. Gibt es in den USA und es gibt auch in Europa und weltweit helle Köpfe, Professoren und Finanzwirtschafter und Wissenschaftler, die schon lange sagen, es muss wieder ein Trennbankensystem eingeführt werden. Auf der einen Seite reale Werte, wo die Menschen mit umgehen und Sparguthaben einlegen können, etc. etc. Und auf der anderen Seite ein Casino für die internationalen Geschäfte. Wir sagen mal nicht Casino dazu, sondern wir sagen dazu, das, was im Inland stattfindet und das, was an Export oder In- und Import stattzufinden hat. Das DW-Zahlsystem ist aber nur eins davon, nämlich das System für das Inland. Ja. So, dann lesen wir einfach mal fröhlich drauf los. Und darüber steht, und das ist ganz wichtig, bitte unbedingt lesen, da ansonsten das gesamte System nicht mehr verstanden wird. Seht ihr? Steht schon drüber. Hat geklappt. Haben die meisten nicht verstanden. Okay, aber nun legen wir mal los. Der Grundgedanke ruht auf dem Bewertungssystem der heutigen Bankenwelt. Ein Mensch wird geboren. Er bekommt eine Geburtsurkunde. Diese wird an diverse Banken gemeldet und dort in ein Börsenpapier verwandelt. Ja, das muss man erstmal gefressen haben, diese Nummer, damit man überhaupt Einblicke bekommt, wo man gerade ist und wie das jetzige überhaupt funktioniert. Denn nicht die Gebäude, nicht irgendwelches Land, nicht irgendwelche Goldreserven oder sonst irgendwas sind das wirkliche Kapital dieser Firmenstaaten, die wir im Moment haben, sondern die Menschen, die als Personen geführt werden. Dann lesen wir mal weiter. Nun ist der Mensch oder der Bewohner eines vereinten Wirtschaftsgebietes BRD, da gucke, juristisch verstorben. Also der Mensch ist tot, ja? Aus deren Sicht. Und zu einer juristischen Person ohne eigene Rechte geworden.
Das kann man dann auch finden im Einführungsgesetz des BGB beispielsweise. Artikel 10 Absatz 1, Zitat. Der Name der Person unterliegt dem Recht des Staates. Und auch Einführungsgesetz BGB Artikel 7 Absatz 1. Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit einer Person unterliegen dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Dies gilt auch, soweit die Geschäftsfähigkeit durch Eheschließung erweitert wird. Ja? Also, der Name der Person, der juristischen Person, unterliegt dem Recht des Staates. Lesen wir mal weiter. Dieses Börsenpapier, der Name der Person, ist das wirkliche Kapital eines Staates oder der Treuhand oder der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes BRD. Das kann man dann sehen, dass es tatsächlich ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet und kein Staatswesen ist, weil es in Artikel 133 des Grundgesetzes vor 1999 und auch 90 und auch nach 1990 so gestanden hat und immer noch so steht. Denn es wird nun an Wirtschaftsunternehmen verkauft, also dieses Börsenpapier, mit Schulden belegt und beliehen. Also nicht ihr als Menschen werdet beliehen, sondern diese durch die Bundesrepublik, hier bei uns jetzt in diesem Falle, durch generierte juristische Person wird beliehen. Ihr Dussel arbeitet nur dafür. Ja. So, jetzt geht es noch weiter. Die juristische Person, welche einem Menschen unter Zwang zugeordnet wird, ist vollständig verpfändet, wie alle Dinge und Leistungen, welche er mit diesem Namen der Person kauft. Das heißt, der Mensch geht jetzt also los und kauft ein Auto oder ein Haus. Dann wird da rumspekuliert und gehandelt und dann wird man sich einig und dann geht man zum Notar und dann unterschreibt man das. Da steht dann auch oben drin, der Herr Fridolin Weber, da und da geboren in, am Straße, wohnhaft, tralala. Ja, wohnhaft, ganz wichtig. Hat hiermit das Haus gekauft und so weiter. Und dann unterschreibt dieser Mensch mit dem Namen, der eben oben auch in diesem Textfeld steht. Und das ist der Name der Person und nicht der Mensch. Und somit ist der Kauf dieses Hauses nicht auf den Menschen übergegangen, also ein Eigentumsübergang zu dem Menschen, sondern zu dem Namen der Person, welcher dem Recht des Staates unterliegt. Schön, ne? So. Das ist das Haus gerade wieder weg, ne? So wie gewonnen, so zerronnen, hat meine Oma immer gesagt, ja. So, zum Beispiel, haben wir da ein Beispiel, die Federal Reserve Federal Reserve Act vom 23. September 1913, kann man da als gutes Beispiel nehmen, das ist in den USA gemacht worden, da hat man nicht mehr das Geld mit Gold gedeckt, sondern mit Pfandbriefen, man hat die Menschen praktisch, deren Namen der Person den Banken verpfändet als Sicherheit. Hier genauso. Ja? Das ist übrigens eine Erfindung der katholischen Kirche, die macht das schon ein paar hundert Jahre alt. Das ist also nicht keine Erfindung von Rothschild oder so, sondern das gab es vorher auch schon. Ja? Die haben das nur übernommen und aufgeschrieben und in diesem Act vom 23. Dezember 1913 festgehalten. Seitdem gibt es die FED, die Federal Reserve Bank. Die Summen, die sich im Laufe der Jahrzehnte ansammeln, richten sich nach dem geschätzten Ertrag der Arbeitskraft des dahinter arbeitenden Menschen. Seine Arbeitskraft ist praktisch der spekulierte Börsenwert für das Wertpapier. Entsprechend seiner Leistungsfähigkeit. So ist zum Beispiel ein ausgebildeter Angestellter 50 bis 60 Jahre auf viele Milliarden Dollar Beleihungswert geschätzt. Man kann daran schon sehen, das entbehrt jeder
Realität und muss dann auch eine riesige Blase geben. Die haben wir ja ständig. Ne? Diesen Wert bekommt aber nicht der Mensch selbst, sondern es bleibt das Spielgeld an den, in den und für die Börsen. Und nun kommt das Devi-System und lässt dieses Wertpapierkapital bei den Menschen und gibt ihnen auch eine realistische Summe ihrer Leistungskraft direkt und in seine Hände, womit dieser Mensch sein Leben nun selbst gestalten kann. Und das ist im Prinzip das Grund, die Grundlage. Also das, was schon 200 Jahre ungefähr gemacht wird, seit 1913 eben in den USA verbrieft und versiegelt, in den deutschen Gebieten ungefähr seit 1856 begonnen worden ist und dann durch die Verordnung von 1871 so richtig in Fahrt aufgenommen hat, wurde das hier also auch praktiziert. Ja? Denn nicht umsonst, das ist kein Zufall, dass in der 1849er Paulskirchenverfassung noch der bürgerliche Tod, der damit natürlich einhergeht, wenn man nur noch ein verpfändetes Namensgebilde ist, da stand das Verbot des bürgerlichen Todes noch drin. 1871 in der sogenannten Kaiserverfassung, die nur eine Verordnung ist, stand dieses Verbot nicht mehr drin. Ja? Das heißt, ab da war das also zugelassen. Man hat damit im Grunde durch die Überlagerung der Verfassung für alle, Verordnung für alle, die Landes- oder Staatsverfassungen, die waren wirkliche Verfassungen, der Bundesstaaten überlagert und hat damit praktisch deren Wirken zumindest teilweise aufgehoben. Keiner hat es gemerkt. Dann ist man noch hingegangen und hat das ursprüngliche BGB, wo der bürgerliche Tod nicht unbedingt explizit ausgeschlossen war, aber zumindest ansatzweise ausgeschlossen war, auch verändert und hat dann das Einführungsgesetz verändert, in dem dann der Name der Person dem Recht des Staates unterliegt. Also ein ganz klarer Ablauf, wann was passiert ist. Das ist also systematisch in den deutschen Gebieten auch gemacht worden, dass man diese Bürgerrechte und die eigenen Rechte an dem Land und so weiter versucht hat, also zu demontieren und den Banken die Menschen als Beleihungsobjekt zu übergeben. Ja? Und dann war eben die 1871er Verfassung, Verordnung im Gange, das BGB mit dem neuen Einführungsgesetz war dann im Gange. Und die Problematik dabei ist ganz einfach eine übergeordnete, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt erst aber erstmal zurück zum Ablauf. Also, die aktuelle Situation ist so, dass wir hier in der Bundesrepublik, aber auch in Frankreich und allen anderen Ländern, sage ich mal, Verwaltungseinheiten des Vatikans wäre eigentlich richtig, ja, bei der Geburt, nach der Geburt mit einem Papier versehen werden und dann im juristischen Bereich für tot erklärt sind. Denn die Bundesrepublik, wie alle anderen Verwaltungseinheiten des Vatikan, Staaten genannt, kennen keine natürliche Rechtsperson mit eigenen Rechten. Und deswegen wandeln sie dieses Menschlein im juristischen Sinne, um an ihrer Verwaltungsstruktur Staat mitmachen zu können, wandelt man um in eine juristische Person, deren Mensch dahinter in ihrem Sinne halt nur gerade mal verstorben ist. Und dann handelt man mit der Leistungskraft des Menschen, denn der alleine arbeitet für diese juristische Person ab sofort und hat keine Ahnung, dass er nicht für sich arbeitet, sondern immer nur für diese juristische Person, denn er unterschreibt immer
mit dieser juristischen Person, die auch auf der Geburtsurkunde steht, die zum Wertpapier geworden ist, egal was er tut, ob er einen Mietvertrag unterschreibt, ob er eine Kaffeemaschine kauft, wenn er eine Unterschrift dort leisten muss, einen Handyvertrag, ein Auto, ein Fahrrad, ein Haus, einfach alles muss unterschrieben werden, indem der Mensch dann dokumentiert, und jetzt kommt es, trete hiermit mein Eigentumsrecht an die juristische Person ab, indem ich sie hier eintrage als die eigentliche Inhaberin dieses Artikels, dieses Wertes. Und dieser Wert hängt dann an dieser Person, die Person gehört der Bundesrepublik bzw. dem Vatikan. Letztendlich der Bank, was in diesem Fall absolut identisch ist. Ja? Schwierig, oder? Auf jeden Fall. Weil ich denke mal, dass viele Menschen das gar nicht so begriffen haben, weil es ist ja auch eine schwierige Kiste, das zu verstehen, was die da gemorschelt haben, was wir Menschen sozusagen an uns vorbeigegangen ist. Weil wenn alles, was wir kaufen, uns eigentlich ja nicht gehört, sondern dass alles diesem Namen gehört und dieser Name der Kirche bzw. dem Staat gehört, wir also im Grunde genommen gar keinen Besitz haben. Ist das richtig so? Das ist richtig so. Schon seit Jahrhunderten, also seit 2000 Jahren, um genau zu sein, beansprucht von Anfang an die über das kanonische Recht, insbesondere die katholische Kirche, aber die anderen sind nicht besser, ja, das will ich damit nicht gesagt haben, die Seele des Menschen, das haben sie immer schon getan. Aber da kann man nicht alleine mit ein Riesengeschäft aufbauen. Man hat dann mal angefangen, wie hießen die Scheine noch, zu verkaufen. Ich komme gar nicht drauf, diese, wo man sich freikaufen kann mit allen Sünden, von allen Sünden, ja. Das reichte aber nicht, sondern man wollte auch die Arbeitskraft haben, die Leistungskraft haben. Praktisch den ganzen Menschen vereinnahmen, seine Gesundheit, seinen Körper, seine Seele, alles was dazugehört, wollte man ebenfalls noch haben. Und das hat man ganz klammheimlich und still und leise über so eine juristische Strecke absolviert, bis die Menschen sich nicht mehr erinnert haben, wie es eigentlich mal gewesen ist. Und heute, die wissen schon gar nichts mehr. Ja, die wissen nicht mal mehr, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Das ist ein anderes Thema. Ne? Tja, aber das war leider auch. Also richtig Ablassschein, ja, Ablasshandel war das. Danke, Michael. Ablasshandel, genau. Ablassbriefe, Ablasshandel. Das war auch ein Geschäftsmodell. Ne? Wenn du hier so einen Zettel kaufst, da steht drauf, du bist befreit von allen Sünden, kostet leider nur 375 irgendwas, ja, was es damals gab, dann hast du alle deine Sünden, kannst du weitermorden. Ja? Auch nicht schlecht, die Nummer, oder? Oh, war ja. Ja, und so ähnlich ist das ja heute. Ne? Wenn du allen Namen deiner Person, wenn du das akzeptierst, dann sorgen wir dafür, dass es dir so weit gut geht, dass du zu essen, zu trinken und ein Auto hast. Und dafür erschießen wir dann halt irgendwo anders ein paar Leute. Und macht ja auch nichts. Ne? Ja, ein bisschen Sarkasmus muss ja auch mal sein. Also, das ist die Grundidee zum Aufbau des Zahlsystems. Nämlich die Dinge umzukehren, dass der Mensch natürlich, man kann das ausrechnen, eine Lebensarbeitskraft, einen Wert hat. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das der einzige reale Wert, den es überhaupt gibt. Nämlich das, was die Menschen mit ihren Händen aufbauen oder mit ihrem Kopf natürlich auch, mit ihrem Nachdenken, mit ihren Ideen aufbauen oder zerstören. Das ist der reale Wert. So ein Batzen Gold, der liegt da. Sieht schön golden aus, das Gold, und ja, und eine Schippe kann man dem aber leider nicht in der Hand drücken, macht nichts. Ja? So, und jetzt wird es umgedreht. Diese Arbeits,
diese Leistungskraft, die man ganz gut ausrechnen kann, die so ein normal durchschnittlicher Mensch hat, vor allen Dingen, wenn er das machen kann, was ihn begeistert und nicht machen muss, um davon irgendwie über die Runden zu kommen, wie man so schön sagt, die haben wir mit 10 Millionen festgelegt. Ja. Es gibt andere, die haben 15 Millionen festgelegt. Die haben auch umgerechnet. Die haben gesagt, das entspricht ungefähr 15 Millionen nach heutigem Stand Euro. Ja. Wir sind jetzt bei 10 Millionen. So. Und jetzt bekommt der Mensch das, damit er sich frei entscheiden kann, frei entwickeln kann und keine Not mehr hat. Da hängen jetzt ganz viele andere Faktoren noch hinten dran. Das muss man erstmal durchdenken. Ja, wie wird denn das dann? Da geht ja niemand mehr arbeiten und. Alle die Fragen kommen ja. Ja, und die Fragen, die wollen wir jetzt dann gleich auch mal klären. Ja? Dann machen wir jetzt noch mal eine kleine Musik zum Sacken. Aber ihr habt gerade schon gemerkt, Geldsystem, jetzt sind wir schon wieder bei der Glaubens- und Religionsfrage. Man kommt da nicht drum rum. Wir können auch ein anderes Thema nehmen. Nehmen wir ein Thema Tierschutz. Ja? Oder irgendwas sonst. Bildung. Nehmen wir Bildung. Was ist denn das? Da berührt das auch. Ja, die Erde ist rund oder eckig oder fünfeckig und die Geschichte ist so oder so. Mathematik ist so oder so. Dabei wissen wir, dass mindestens die Hälfte von dem ganzen Quatsch total von vorne bis hinten gelogen ist. Und wer war's? Nicht die Schweizer. Ja, will ich hier ausdrücklich mal, ausnahmsweise mal nicht, nein. Und wir kommen an dieser Kombination und an dem Denken in vielen Richtungen einfach nicht vorbei. Wir müssen uns der Sachen annehmen, wenn wir tatsächlich die Absicht haben, etwas Grundlegendes ändern zu wollen, etwas Vernünftiges ändern zu wollen oder etwas zu ändern zu wollen in etwas Vernünftiges. Ja, also. Bisschen nachdenken. Einer ruft schon an, aber ich mache jetzt erstmal ein kleines Liedchen und dann wollen wir mal schauen, was die Menschen dazu sagen. Bis gleich. Tja, Step by Step, das wollen wir auch Step by Step machen. Weil es so ein schwieriges Thema ist, muss es so gehen. Ja? Ist auch alles verständlich. Wenn man da noch nie was von gehört hat, haut es einem ja auch gleich die Socken vom Schuh, umgekehrt, die Schuhen von den Socken, ja, ist unglaublich, was hier veranstaltet wird seit so langer Zeit schon und die Leute kriegen irgendwie nichts mit, aber jetzt kriegen sie es mit, bei DDB Radio zum Beispiel, durch den Bundesstaat Deutschland. Und die oft aufgeworfene Frage ist natürlich, wie ist denn das, wo kommt denn das Geld her? Ja, da frage ich euch mal, wo kommt denn das Geld jetzt her? Ja, so genau das Gleiche. Beziehungsweise ein erheblicher Unterschied ist dabei. Dem DEWI-Zahlsystem steht ein tatsächlicher reeller Wert entgegen oder dahinter. Nämlich der Mensch, der dafür arbeitet. Nur dem heutigen Geld steht überhaupt kein Wert mehr dahinter. Denn die tatsächliche Geld-Gold-Summe oder sagen wir mal belegte Geldsumme ist nicht mal mehr 1%. Dessen, was an Geld unterwegs ist. Dann gehen wir jetzt mal ans Telefon, machen wir mal hier auf. Es ist, jawohl. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, Thorsten hier. Ja, Thorsten. Grüß euch. Thorsten, bitte. Ja, folgendes. Ich habe sehr interessiert zugehört. Ich freue mich, also erstmal wünsche ich allen ein glückliches und gesundes neues Jahr, ist ja klar. Und nochmal danke für eure Arbeit und ich werde mich auch natürlich stark arrangieren. Ich wollte nur sagen, über das Thema habe ich euch heute etwas zugeschickt, über die Geburtsurkunde. Da sind die ganzen Trusts mal aufgeführt, also wann die entstanden sind und wie das abgewickelt wurde. Ach, du bist das, und, okay. Ja, ja, habe ich gesehen. Nicht ganz gelesen, okay. Ich habe es aber gesehen, dass es da ist. Ich habe es mir abgespeichert. Ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Basis zum Verstehen, denke ich mal. Wollte ich bloß mal so sagen, ja. Ja, wie gesagt, die Nummer ist ganz schwierig. Viele Menschen haben davon nicht den Hauch einer Ahnung, traurigerweise. Und wir müssen gemeinsam, und wenn du dich da gut auskennst und du bist im Mumble, können wir ja überlegen, ob du nicht auch ins Radio kommst.
und mit anderen gemeinsam dieses ganz komplizierte Ding mal ganz einfach erklärst. Da wirst du sehen, wie schwer das ist. Ja. Ja, ich weiß, das ist sehr schwer. Ja, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ich habe zwar wenig Zeit, aber das kriegen wir schon irgendwie mal hin. Ja, Das geht schon, ja. eine Stunde in der Woche oder so hat jeder mal Zeit, oder? Ja, ich arbeite Schicht, aber das kriegen wir schon trotzdem irgendwie hin. Ja, Also genau. das wäre dann immer so, dann könnte ich immer alle 14 Tage oder so. Ja, ist auch eine gute Idee. Dann kann man ja alle 14 Tage, sonst halten die Menschen das vielleicht auch gar nicht aus. Denn man muss sich jetzt mal vorstellen, ich meine, wir haben das ja auch mitbekommen, da hat man jetzt sein Leben gelebt, vielleicht sogar 50 Jahre oder 60 Jahre, hat bestimmte Vorstellungen von dieser Welt gehabt und dann kommt so ein paar Lappen daher, so wie wir, und erzählen alles Quatsch. Ja, das muss man erstmal verdauen. Ja, na, das ist ja kein Quatsch, das ist ja einfach für die Leute einfach ein Schock, sagen wir mal so, ja, weil die wissen, sie können sich jetzt ja gar nicht vorstellen, dass es so ist, dass sie in einer Matrix leben und das, also das, wie soll ich es erklären? Es ist ja einfach alles verdreht, es ist ja einfach alles umgekehrt, ja, einfach Ja. umgekehrt. Ja, zum Beispiel, wenn man sich das mal so überlegt, ja. Was zum Beispiel die UN oder die Weltgesundheitsorganisation, die haben ja auch mit der Geburtsurkunde zu tun, was ich vorher auch nicht wusste. Und das ist ja der Knaller. Ja. Die nennen es Konvention zum Schutze der Rechte des Kindes, also die Versklavung. So wird es nach außen dargestellt, ja. Und so ist es mit fast allem oder mit allem. Es wird einfach alles immer umgedreht. Es wird einfach verdreht. Genau. Und jetzt drehen wir es auch um. Jetzt drehen wir nämlich die Geldzahlung, die sie sich selbst unter den Nagel reißen und die ihnen vollkommen entglitten ist in ihrer Bewertungsmaschinerie, die man Börse nennt. Die drehen wir jetzt rum und geben den Menschen nämlich einen angemessenen Beitrag und dann sprechen wir gleich hier auch mal über Summen, wie viel das ist und wie flexibel und wie großartig dieser Staat damit arbeiten könnte. Der neue Staat, meine ich jetzt. Ja, richtig. Also die Treuhandkonten sind ja nichts weiter als Kollateralkonten. So kann man das ja übersetzen. Und Kollateral ist ja all das, was existiert, was wir sehen, was wir erschaffen haben. Das gehört ja alles uns, sage ich jetzt mal, ja? Und Ja. nicht denen. Das sind ja nur Parasiten, die sich daran bereichern und uns blöd halten quasi. Und das ist schon richtig, was du sagst. Ja, also im Prinzip ist jeder Milliardär von uns, jeder. Ja, wobei Aber die nur wir mieten unser eigenes Haus, wir bezahlen für unseren eigenen Parkplatz und so weiter. Ja, wir bezahlen für alles. Wir geben unser Auto an die, wie heißt es, Straßenverkehrsamt ab, überschreiben denen das, treten in den Vereinen ein und die Vereinsgebühren heißen dann eben Steuern und so weiter. Ja, und so funktioniert das ganze System. Das ist einfach So. nur Lug und Trug. Wunderbar, sehr gut erkannt, genauso läuft die Nummer. Habt ihr alle draußen gehört, aber das muss man noch ein bisschen ausarbeiten. Ich danke dir für den Anruf, da warten noch ein paar. Ja, wir hören Okay, uns. gerne, ja. Dann ich höre weiter zu. Ja, gerne. Danke. Okay. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. So, da, na, noch ne, jetzt gerade nicht. Okay, aber kommt bestimmt gleich. Also, kommt bestimmt wieder. Naja, und ja, das ist eine harte Nummer. Und wie gesagt, immer stößt man auch, wie Thorsten gerade sagte, wenn man diese anderen Institutionen einmal durchleuchtet, UNESCO und wie sie alle heißen, WHO, stößt man immer darauf, dass das private Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten sind, die auch die Banken halten. Na sowas. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Hallo, hier ist Silvia. Silvia. Schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Also ich höre euch natürlich mal wieder zu und habe das auch alles gut verstanden. Bloß jetzt habe ich mal eine Frage mit dem Personalausweis. Bin ich eigentlich dazu verpflichtet, den mit mir zu führen? Weil so kenne ich das eigentlich noch. Also, zu haben oder mit dir zu führen? Also mit mir zu führen, so im Portemonnaie jetzt. Jetzt muss ich die neueste Version. Also ich sag mal, bis vor 6 Monaten musstest noch mit dir führen. Ja? Ich habe aber gehört, dass da irgendwelche Änderungen gemacht worden sind. Ganz ehrlich, wir beschäftigen uns mit der bundesrepublikanischen mit dem Änderungswahnsinn gar nicht mehr. Deswegen kann ich dir das zum aktuellen Stand nicht beantworten. Aber ich würde mal schätzen, dass das immer noch so ist. Ja. Ich kann es aber nicht mit Okay. hundertprozentiger Sicherheit sagen.
Also mein Personalausweis ist zum Beispiel abgelaufen. Bin ich dazu verpflichtet, dass ich jetzt hingehe und den verlängern lasse? Nach bundesrepublikanischen Regeln ja. Du hast zwar mit dieser Person nichts zu tun, die auf dem Personalausweis steht, aber sie werden dich zwingen, dafür zu haften. Und das ist dann, wenn sie dich zwingen, einen Personalausweis zu nehmen. Es gibt dafür Strafen, Geldstrafen, wenn du das nicht tust. Das liegt daran, weil ich so gesehen der Träger des Personalausweises bin. Spielt das da irgendwie eine Rolle mit? Nein, sie sind ja oder andersrum angefangen. Ihre gesamte Existenz beruht darauf, auch ihre wirtschaftliche Existenz, dass du entweder freiwillig oder gezwungenermaßen für diesen, ich sag mal, Personalausweis, für die Person, die da draufsteht, arbeitest. Würden Sie das verlieren, man muss das mal aus rein geschäftlicher Sicht sehen, würden Sie das verlieren, dass du also nicht mehr bereit bist, für diese Karte zu arbeiten, mit der du nichts zu tun hast und an der du auch null Rechte besitzt, oder würden ein paar Millionen noch auf die Idee kommen, dass sie auch keinen Bock mehr haben, für die Karte zu arbeiten, dann wären sie erledigt. Deswegen zwingen sie jeden, gefälligst für dieses Ding zu arbeiten und es auch anzunehmen. Nur darum geht es. Ja, der Name der Person auf dem Personalausweis unterliegt ihrem alleinigen Recht und du hast nach ihrer Auffassung die Pflicht, wie so ein Sklave für dieses Ding auch da zu sein und in Haftung zu treten. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage, wenn das okay ist. Ja. Zum Beispiel auf der Hinterseite von dem Personalausweis ist meines Erachtens ein Baphomet zu sehen, würde ich jetzt behaupten, wenn man den umdreht. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus religiösen Gründen sagen würde, dass ich den Personalausweis deswegen nicht mit mir rumtragen möchte, aufgrund dieses Baphomets hinten, da bleibt mir aber nichts anderes übrig, was muss ich denn so hinnehmen? Ja, also mir ist keine Glaubensgemeinschaft so unmittelbar bekannt, die sich darauf beruft, oder Weltanschauungsgemeinschaft, die sich darauf beruft, deswegen Ausweis nicht bei sich zu führen. Das ist auch so eine Nummer, eine Glaubensgemeinschaft beispielsweise, muss auch in der Bundesrepublik den Status also erhalten nach entsprechender Prüfung unter bestimmten Kriterien. Das heißt, die Kriterien sind zum Beispiel, die müssen eine bestimmte Größe haben, sie müssen nachweisen können, dass sie nicht nur ein paar Tage da sind, sondern dauerhaft Bestand haben und so weiter, um anerkannt zu sein. Im Moment wüsste ich nicht, dass es, wie gesagt, jemanden gibt, eine Religion oder sowas gibt, die sich darauf beruft oder das behauptet und verlangt, aus ihren Glaubensgründen heraus das nicht machen zu müssen, die kenne ich nicht. Okay. Ja. Okay. Dann fällt mir noch gerade ein, also wie müsste ich mich dann rein theoretisch melden oder nennen als Mensch? Müsste ich dann sagen, ich bin Silvia aus der Familie Müller-Meyer-Schmidt oder wie würde das dann richtig eigentlich heißen? Weil wenn ich sage, ich bin Herzog, scheiße, ich wollte meinen Namen ja gar nicht sagen. Ah, Mist. Sagst du Meier ist immer gut. Ja, genau. Das ist ja dann, damit würde ich ja dann also die Person dann ja beschreiben Ja, und nicht den Mensch. was viele nicht wissen, und da ist leider auch im Netz ziemlicher Quatsch unterwegs, es gibt ja Familienname und Name und Vorname und hast du nicht gesehen. Richtig ist, dass ein Mensch immer nur einen einzigen Namen hat. Einen Namen. Und das ist sein, wir würden dazu sagen, Vorname. Ja? Also meiner ist Uwe, du bist Silvia. Ja? So. Alles, was dann folgt, sind nur Zusätze. Nämlich Zusätze. In Bayern kann man das noch oft hören oder in Skandinavien, in Island. Da ist das dann der Tom Holgersson. Ja? Und hier ist das der Huber Sepp. Das heißt, das ist Holgersson. Das ist der Sohn vom Holger. Und die Töchter heißen alle
Silvia Dottje. Die Tochter von Silvia. Ja, kannst du ja gucken. Ne? Das ist da noch so. Anderson. Ja? Der Sohn. Wie ist jetzt genannt? Andersen, wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. So, und in Bayern ist der Huber Sepp. Das ist der Sepp aus der Familie Huber. Und genauso ist es richtig. So ist es ursprünglich. Du bist also Silvia, die Tochter von, aus der Familie. So wäre es richtig. Okay. Ja, deswegen Okay. auch haben sie sich amüsiert. Ja, oh, der hat viele Namen. Nee. Und wenn ich jetzt sage, Uwe von Leonhardt, so unterschreibe ich auch in der verfassunggebenden Versammlung, denn das ist meine natürliche Rechtsperson. Das bedeutet, in der Uwe von meinem Vater, der Leonhardt hieß, aus der Familie. So ist es dann ausgeschrieben. Und so ist, das ist die natürliche Rechtsperson. Das, was auf dem Ausweis steht, ist eine juristische Person. Okay. Ja? Ja, Wenn dein okay. Vater also Herbert heißt, dann wärst du also Silvia, die Tochter von Herbert aus der Familie Meier. Okay. Ja, Das ne? ist ganz schön lang. Ja, und Ja. eine Sache müsste man auch noch bedenken, ja. Das ist, viele Menschen verstehen nicht dieses Tochter von, Vater, Sohn von und so weiter. Dieses Wort von wurde in den ganzen Jahren immer mehr verpönt, aber viele Menschen glauben, nicht wissen, dass halt dieses von ein Adelsprä also Wort ist. Aber das ist nicht so. Dieses von hat nur wirklich damit zu tun, um die Wurzeln ja, zu nennen. Es kann auch ein Ort Okay. sein. Ursula von der Leyen, ja, Ja. kennen wir ja alle, ne? Die, diese Familie hieß vor zwei Generationen noch anders. Also nicht anders, sondern sie hieß anders, ja? So, und die Geschichte zeigt, dass die Familie also umziehen musste aus wirtschaftlichen Gründen und da der Opa so sehr an seiner Heimat hing. Und dort war das Flüsschen Leyen. Und er hat sich dann, damals ging das noch, weil das waren ja noch natürliche Rechtspersonen, die konnten das machen, wie sie wollten, ja? Hat er die Familie umgetauft. Ich sag jetzt mal, ich weiß den Vornamen nicht mehr, ich sag mal einfach Friedrich, ja? Ja. Friedrich von der Leyen. Hieß er dann plötzlich, weil er kam von dem Fluss von der Leyen, von dem Fluss Leyen. So ist der Name von der Leyen entstanden. Und so geht das. Entweder von dem Ort, ja. In meinem Fall ist es sogar beides, weil es den Ort immer noch gibt und ein Stadtteil von einer anderen Stadt ist. Ja, ich könnte also auch sagen von dort, ja, weil das stimmt sogar. Okay. So ist das zu verstehen, hat mit Adel überhaupt nichts zu tun. Okay. Ja? Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Auskunft und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das sind auch so Dinge, die. Jetzt sind wir ganz vom Geldsystem abgekommen. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Ja, guten Abend, hier ist der Gerd. Grüß dich, Uwe. Gerd, Ja, hallo. ich wollte dich da ein ganz kleines bisschen mal unterstützen. Ihr habt das gerade so schön erzählt. Es gibt noch zwei Länder, Nachbarländer von uns, wo das zum Teil noch richtig gelebt wird. Ich gehe da mal ganz einfach Belgien und Holland. Und da gibt es Kollegen von mir, Freunde von mir. Der eine, der heißt zum Beispiel Mark van der Velde. Ja, da haben wir dieses oder van der Velde, so. Ja, und das haben wir dann genau, was du gerade gebracht hast. Oder van der Fiver. Ja, das ist ja van der Fiver ist vom See, von dem Gewässer. Mark van der Fiver jetzt als Beispiel. Das ist der Mark, der vom See da kommt. Ja, So ist das. und ja, und dann gibt es noch diese Kurzform, was du auch so schön gesagt hast. Willi van Donk. Willi, also das ist der Willi von den Donk. Donk ist auch wieder zum Beispiel ein Vorname. Ja.
Und wollte ich nur mal so rüberbringen, da brauchen wir nicht nur hier bei uns in Deutschland gucken, also in Nachbarstaaten sind sehr viele Namen, gerade bei den Holländern, auch bei den Belgiern, die dieses System noch haben. Das war es eigentlich schon. Alles klar, ich danke dir für die Erklärung. Alles prima. Super, danke schön, schönen Abend noch. Jo, danke auch. Tschüssi. Ja, jetzt wird ja oft dazu, da hat der Uwe von Leonhardt die Gesetze unterschrieben. Ja, ich werde einen Deiwel tun, die mit meiner juristischen Person innerhalb einer verfassunggebenden Versammlung unterzeichnen. Dann sind sie nämlich in diesem Moment rechtsunwirksam. Nein, ich unterschreibe sie mit voller Absicht mit meiner natürlichen Rechtsperson, weil diese natürliche Rechtsperson in der verfassunggebenden Versammlung nämlich auf diesem Wege auch seine Wirkung entfaltet. Ihr Idioten vom Sonnenstaatland wäre auch so eine Bezeichnung, ja? Von Sonnenstaatland. Ha, ja, dann lassen wir das. Okay. Jetzt sind wir vom. Ja? Ich hätte hier noch eine kleine Mail, die war ganz interessant gewesen. Die werde ich dann nach dem Anruf vorlesen. Okay. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Ja, hallo, da ist die Clara. Ich habe eine Frage nochmal bezüglich, also wenn man also praktisch sagt, ich möchte jetzt unterscheiden, mir ist das klar bezüglich des Mannes. Aber wie schaut die Situation aus, wenn also eine Frau, die verheiratet ist, wie schaut die Situation denn überhaupt aus? Also wie muss sie denn unterschreiben? Muss sie unterschreiben gemäß ihres Mannes oder gemäß ihrer Abstammung? Also meine Frau hält das so, dass sie den angeheirateten Namen verwendet. Wobei ich aber auch nichts Falsches darin sehen könnte, wenn man also die eigene Abstammungslinie zur Unterschrift oder zur Bezeichnung verwendet. Es gibt auch sehr viele Doppelnamen, ne? Ja, Die haben da. genau. Also da, ich denke nicht, dass es da ein falsch oder richtig gibt. Es gibt nur ein falsch oder richtig, seinen Namen nicht zu wissen und ihn auch noch Vornamen zu nennen. Es gibt keine Vornamen. Es gibt nur einen Namen und dieser Name ist dieser sogenannte Vorname, denn den habe ich von meinen Eltern bekommen und das ist mein Name. Ja? Ja, okay. Damit ist meine Frage beantwortet. Okay. Danke. Danke dir. Tschüss. Ja, Servus. Oder so. Ja, also dann lege ich mal ganz schnell los, ist auch nur ganz kurz. Hier hat ein Michel geschrieben, deshalb nennt man zum Beispiel einen Mord Kapitalverbrechen. Das Kapital der ermordeten Person steht dem Staat nicht mehr zur Verfügung. Damit hat er eigentlich im Grunde genommen vollkommen recht. So kann man das sehen. Ich weiß zwar nicht, ob die das wirklich so gemeint haben, aber also ausschließen möchte ich das auf gar keinen Fall. So, wer sich so etwas Perverses wie dieses System einfallen lässt, ist dem ist wirklich alles zuzutrauen. Ja. Ja, jetzt Ja. haben wir. Ja, also dann könnte man ja natürlich dann weiter hier das Wertpapier Kapital weiter besprechen, weil so lange, wie viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Nee, schon klar. Aber wir kriegen das heute eh nicht zu Ende. Mich würde noch mal interessieren, ob es draußen irgendjemand nicht verstanden hat. Wir haben wieder Telefon, da gehen wir auch noch mal dran. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Ach, schon wieder weg. Ups, naja. Ja, ob es jemand nicht verstanden hat, da ist er nicht schlimm. Ja? Dann erklären wir das noch mal und noch mal. Ganz. Jetzt gehen wir auch dran. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Ja, hallo, ich will es nochmal ganz kurz. Ich habe das gerade von der Yvonne gehört. Es ist tatsächlich so, dass die Gerichte ja nur Kapitalverbrechen behandeln können, weil das sind ja alles nur Privatvereinbarungen, die getroffen werden. Ich habe das auch mal drangehängt bei der Geburtsurkunde hinten, die 12-Bar-Vermutung, da geht es daraus hervor. Es ist ja nicht öffentlich in der Öffentlichkeit, sondern das alles, was da behandelt wird, das sind alles Privatsachen und die können ebenfalls auch nur so behandelt werden als Kapital. Wir sind ja auch nur Kapital, Human Capital, ne? So sagt man ja, das Ja. bin ich.
Das ist also korrekt. Also darum ist es so, dass eben halt ein Gewaltverbrechen, eine Vergewaltigung oder eine Kinderschändung oder so nicht so streng bestraft wird, als wenn man eine Bank ausraubt, ganz klar. Das ist der Grund. Okay, das wollte ich bloß noch mal kurz da reinstreuen. Und ich habe noch ein paar Fehler gefunden. Jetzt habe ich gesehen in dem Dokument, bitte verzeiht mir, vielleicht könnt ihr es auch selber korrigieren. Ich bin auch noch bei ein paar Schreibfehler, Ja, die ich ja. euch geschickt habe. Ja, ist ein Entwurf, ne? Kann schon mal passieren. Da arbeiten viele Menschen dran und tragen zusammen und überlegen und dann müssen sie wieder dies und jenes machen. Da kann sich schon mal im Anfang ein Fehlerchen einschleichen, ne? Genau. Alles klar. Okay. Ja. Alles klar. Danke. Ja, Also, tschüss. tschüss. Ja, so, und diese ganze Geschichte mit dem Geld, das muss jetzt in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht werden. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtige Geschichte, denn der Zug rollt natürlich auf uns zu. Jetzt nehmen wir Leipzig auch noch. Guten Abend, hier ist der Bundesstaat Deutschland. Ja, guten Tag, mein Name ist Schäbs Tabea. Ich wollte mal etwas zu dem Personalausweis sagen. Gerne. Bin ich jetzt Ja. am Telefon, ja. Ja, ich selber habe zum Beispiel, also ich weiß, dass meine Schwester zum Beispiel auch sich hat keinen neuen Personalausweis geben lassen. Und ich habe meinen auch aus, der ist seit September ausgelaufen und habe jetzt nur einen vorübergehenden Ausweis wegen der Fahrzeuganmeldung. Und der Personalausweis ist nicht mehr Pflicht. Es reicht, den Reisepass zu haben, wenngleich das sicherlich die gleiche Brühe ist. Aber der Personalausweis muss nicht mehr erneuert werden. Also das weiß ich von vielen Menschen. Wenn du einen anderen hast, ja, die Frage der Dame vorhin war allerdings, ob man ihn bei sich führen muss, nicht ob man ihn haben muss. Also dass man irgendeinen haben muss, das Ja, ist klar, ja. gut, okay. Dann will ich nicht weiter länger aufhalten. Ja, aber Okay. den, ja. Gut, okay, danke. Danke. Ja, Tschüss. tschüssi. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch muss. Aber was heißt denn ein. Ups, jetzt habe ich was hier falsch gemacht. Was heißt denn das eigentlich, das müssen? Das sage ich gleich. So, wo habe ich mein Tilt? Weg ist es. Jetzt mache ich auch zu. So. Was heißt denn das eigentlich mit dem haben müssen? Wir müssen das ja im Grunde nur haben, weil wir bestimmte Dinge noch erledigen müssen. Wir müssen ein Auto anmelden, wir müssen vielleicht ein Konto eröffnen oder dieses und jenes veranlassen, wozu ein solches Ding da verlangt wird. Und warum ist das so? Weil die anderen, unsere Gesprächspartner in Behörden, Ämtern, im Telefonladen und so weiter ebenfalls keinen Schimmer haben, was das bedeutet. Und das müssen wir ändern. Aber jetzt sind wir beim Personalausweis gelandet. Ihr drückt euch ums Thema, richtig? Na. Also, wir wiederholen das Ganze natürlich in Kürze. Das Zahlsystem wird wichtig werden für uns alle. Bin ganz sicher, dass es das wird. Und natürlich muss auch das für den Export schon vorbereitet werden. Nach meiner Idee, sollte es dort eine Devisenbank geben, die das dann separat regelt, wie das mit dem Export und dem Import zu funktionieren hat. Und wir kommen natürlich auch an den anderen Dingen nicht vorbei. Personalausweis hatten wir ja heute dabei. Die Person, was ist das überhaupt? Hier wird es ganz deutlich. Dann kommt die Glaubensfrage natürlich auch immer mit in jedes Thema rein. Ja, damit machen wir heute Schluss. Ich hoffe, eure Köpfe qualmen nicht zu sehr. Wenn nicht, kann ich es leider auch nicht ändern. Ich sage euch auch ganz lieben Dank, dass ihr da wart im Studio. Habt ja Ja. nicht so viel helfen können. Nee, ich quassel ja immer so viel. Oh, da haben wir gar kein Problem mit. Weil du kannst das ja auch so gut erklären. Und für viele Menschen ist dieses Thema ja auch ultra wichtig, ja, damit sie es verstehen. Und selbst die, die glauben, dass sie es verstanden haben, haben immer noch Schwierigkeiten damit. Ja, also wir sehen es ja oder wir hören es ja jeden Tag auch im Mumble. Da bekommt man das natürlich auch mit.
Ja, und wir werden im Jahr 2018 ab heute nur noch solche Themen haben, um Klarheit zu schaffen, wie in der Ansprache auch dokumentiert. Wir werden die Realität einfach den Leuten vor die Füße schmeißen, denn anders kommen wir überhaupt nicht mehr weiter und irgendwelche Beschönigungen oder Ausreden oder Streitigkeiten untereinander, damit man dann bloß nicht ein Thema besprechen muss. Ja, denn nichts anderes ist das. Diese ganze Rumzankerei untereinander ist eine Alibi-Handlung dafür, weil ich ganz offensichtlich nicht in der Lage bin, schwierige Themen zu durchdenken. Das ist peinlich, sollten alle aufhören. Alle sollten sich bemühen, die schwierigsten Themen aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen und auch Lösungen zu suchen. Wir sagen für heute Abend vielen Dank fürs Zuhören. Die verfassunggebende Versammlung ist natürlich wieder am Sonntag um 19 Uhr auf dem Sender. Morgen gibt es, Menschen der verfassunggebenden Versammlung. Ich muss gerade überlegen, welchen Tag haben wir eigentlich, ja, aber morgen ist Donnerstag, Menschen der verfassunggebenden Versammlung, genau richtig, und Freitag natürlich Freiheitszeit. Was um 16 und 18 Uhr passiert, wisst ihr alle, jeden Tag, und ich verabschiede mich hier mit allen im Studio zusammen. Schönen Abend noch, passt auf euch auf, die Nationalhymne des Bundesstaat Deutschland folgt. Bis dahin, ciao, ciao.